Servusle. So, was machen wir heute an diesem stürmischen, netten Tag? Ich hoffe, dass meine Idee heute funktioniert, nicht, dass wir vom Winde verweht werden. Wir schauen, erstmal geht es heute um das Jubi-System. Dann brauchen wir, nein, kein Eis, Puderzucker. Dann habe ich einen Varroa-Tester da für die Puderzuckerkontrolle. Ich werde euch dann nebenbei, wenn ich das mache, noch ein paar so Bilder einblenden. Wir waren gestern beim Imkerverein, da haben wir auch gleichzeitig ein paar von diesen Geräten getestet. Mein persönlicher Favorit ist wirklich, es gibt zwei Favoriten, das ist einmal die CO2-Methode. Die ist aber funktioniert gut, haben wir gestern festgestellt, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Hat wirklich ein bisschen gedauert, bis man das Ganze... Ja, hat gut funktioniert, die Bienen überleben auch, also man muss ja nicht mit Scheibenwasser auswaschen oder so. Das würde mit dem System auch funktionieren, aber das macht man nicht, ja? Das werde ich nicht zeigen. Da sind nämlich die Bienen dann auch tot, will ich nicht unbedingt haben. Ja? Jetzt zeige ich das mit dem Puderzucker, das schaut vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, rabiat aus, aber die Bienen überleben auch, putzen sich danach. Mein Favorit ist wie gesagt das hier, weil... Es ist sehr günstig und effektiv. Aber jetzt fangen wir an beim Jubi-System. Und warum mache ich das beim Jubi-System? Genau. Ich zähle ja immer schön die Varroen auf die Windel. Die Waage ist ausgeschalten. Und wenn wir da jetzt mal raufschauen, auf die Windel, dann haben wir hier wieder so gut wie keine einzige Varroa. Also ich habe keine da. Ich finde keine. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Ameisen tragen uns das Fell weg oder wir haben keine. Ich vermute aber, dass die Ameisen uns keine wegtragen und dass wir wirklich keine, also nicht wirklich Varroen haben. Ja. So, die schieben wir jetzt rein. Die mache ich danach sauber. Und um das einfach ein bisschen zu testen, holen wir uns danach Bienen während der Durchsicht und machen wir diesen Test hier. Wir brauchen, wie gesagt, das hier. Dann brauchen wir einen Feinsieb, ja, einen Feinsieb, und wir brauchen Puderzucker. Was mir an dieser Methode ganz gut gefällt, ja, man könnte vorher jetzt schon hier, warte mal, wir bereiten das gleich mal vor, okay? Wir bereiten das gleich mal vor. Ja, man schraubt hier die untere, das Gitter, das lässt man, so wie es ist. Ich muss mal ein bisschen höher stellen. So, da macht man einen Deckel drauf. Ja. Dann kann man. Ja. Beim Puderzucker, man soll so einen Löffel voll Puderzucker nehmen. Ja. Und den machen wir gleich hier rein. Man kann hier nicht zu viel Puderzucker nehmen, das kann ich euch schon mal sagen. Ja. Lieber ein bisschen mehr wie zu wenig. Okay. Und das war's, das ist schon mal vorbereitet. Machen wir mal den Deckel dabei wieder drauf, dass es keine Feuchtigkeit zieht. Und das ist vorbereitet, okay? Nur, dass ihr das schon mal seht, wenn ihr das machen wollt mit sowas. Es geht nämlich wirklich eigentlich zügig, geht wirklich zügig, der Test, ja? Wir brauchen danach... Wo haben wir die Schüssel? Ah, hier haben wir... Das mache ich wie gestern. Muss ich hier die Waage ausschalten. So. Da kommen die Bienen dann drauf. Und die werden nicht nass gemacht, ja, das ist wichtig. Und jetzt fangen wir mal an mit der Durchsicht und dann wird sich alles weitere ergeben. Ja. So, jetzt machen wir da mal auf. Schauen wir mal. Wow. Lecker, Miometer. Da sind viele Bienen daheim. Lecker, Miometer. Und ihr seht es, die Futterkette ist noch vorhanden. Also wir könnten jetzt hier auch nachfüttern tagsüber, ohne hier eine Räuberei auszulösen, also das Risiko der Räuberei hochzutreiben. Ja? Also würde auch hier jetzt noch funktionieren. So, jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir die hier so ein bisschen... Ja. Da runter kriegen.
So, das zumindest nicht ganz so viele. Oh! Ich habe was vergessen. Es tut mir leid. Ja, das ist immer das, die Macht der Gewohnheit. So, jetzt gibt es ein bisschen an Rauch, dass die ein bisschen weiter runter gehen hier. So. Laufen sie schon runter. Und nein, wir können jetzt hier keine Bienen nehmen für unsere Varroa-Kontrolle, weil wir welche aus dem Brutnestbereich brauchen, mit offener Brut. Ja, mit offener Brut. Also Bienen, wo auf Verdeckel. Boah, da reißt den Deckel von der Tube runter. Es stürmt nämlich wirklich krass. Aber die Arbeiten müssen getan werden, ja. So. Ah, dann kann ich mich nämlich hier ein bisschen weiter runterstellen. So. Ja, schön seid ihr reingegangen. Schön. So. Okay. Und jetzt schauen wir da mal runter. Mich interessiert eigentlich nur offene Brut, dass wir unseren Varroa-Test machen können, weil Schwarmstimmung ist rum, das Volk hat sich prächtig entwickelt, also prächtig, das Volk ist wirklich absolut Maschine. Das ist wirklich Wahnsinn. Schauen wir mal kurz mal das auf die Äußere. Das ist ja die, boah, entweder haben sie die so angebaut, oder? Irgendwie geht die so streng oder ist sie so schwer? Die ist so schwer. Weil die ist einfach nur schwer. So. Die ist voll mit Futter, also wirklich voll. Und ist auch komplett im Naturwabenbau, ja? Okay? So, dann stellen wir das mal hierher. Nee, stelle ich nicht. Ich stelle euch hier runter wegen dem Wind. So, ich will nämlich nicht, dass der Wind mir die Wabe hier umschmeißt und dann die Bienen quetscht. Das wollen wir auf keinen Fall. So, wir brauchen dann, das stellen wir auch mal hierher, den Deckel da drauflegen. Ja. So, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, stehst du schön? Ja, ich will euch nicht quetschen, Ladies. Auf keinen Fall. So. Oh, die ist auch schwer. Lecker mir wieder. Und hier haben wir auch nur Futter. Nur Futter. So, die stelle ich jetzt mal hier drauf. Ja. Jetzt müsste aber doch da mal langsam Brut rauskommen. Ja, das Volk war wirklich fleißig. Ich habe übrigens eine Varroa-Behandlung verschoben. Eine Behandlung habe ich verschoben, weil es da, wo die Behandlung gemacht worden wäre, war es richtig, richtig. Oh ja, hier haben wir es. Oh ja, seht ihr es? Das ist eine schöne Wabe. Viel offene Brut. So. Jetzt schauen wir noch, ob wir die Königin sehen, weil die Königin wollen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wie gesagt, die Bienen überleben das Ganze. Auch wenn es vielleicht ein bisschen böse aussieht, aber ja, irre. Ist wirklich Wahnsinn. So, jetzt gehen wir hierher. Deckel runter, stellen wir das hierher. Jetzt ich stoße jetzt ab. Wir dürfen kein Wasser benutzen. Ja. Seht ihr es in aller Ruhe? Dann nehmen wir unser Becher. Wir müssen bis zu diesem zweiten gestrichelten sein. Dann haben wir 300 Bienen. Ich muss dann aber noch unten in der Tabelle nachschauen,
was sind, also 300 Bienen, wie viel Varroen dürfen drauf sein? Warte mal, das ist strategisch unklug. Bei dem Wind ist es besser, wenn ich hier runter gehe. Weil dann ist das, was nicht reinfällt, also in den Becher, ist gleich im... So. Passt. Deckel drauf. Das passt doch. So. Und jetzt kommt's gleich. Achtung. Jetzt wird's für den Außenstehenden vielleicht ein bisschen böse. Macht aber den Bienen wirklich nichts aus. Ja? Es wird auch so geschult und es wird auch so durchgeführt, weil sonst funktioniert es nicht. Also, wenn ihr jetzt so schüttelt, so. Wichtig ist beim Schütteln, das Gitter muss oben sein. Wenn ihr so schüttelt, funktioniert es nicht. Ihr müsst wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und in dieser Geschwindigkeit zählt ihr weiter, bis ihr so 20 erreicht habt. Dann dreht ihr den Becher. Dann dreht ihr den Becher, Gitter nach unten und schüttelt weiter. Das gleiche wieder. 1, 2, 3, 4. Ich habe den Vorteil, ich habe die Kamera hier. Ich weiß jetzt, ich muss noch 20 Sekunden schütteln, zwischen 1 und 2 Minuten. Okay? Fertig. Jetzt schrauben wir oben auf. Stopp. Also normalerweise schrauben wir unten auf. Das zeige ich dann auch nochmal. Wir machen das nochmal bei einem anderen Volk. Erst unten aufschrauben und dann wird die Puderzuckerlösung mit dem Varroen rausgeschüttet und dann erst oben die Bienen. Ist aber bei dem Becher eigentlich sehr fehlertolerant. Das ist eigentlich fast egal. Ich muss schnell den unteren Becher runter machen, weil wenn ich jetzt das quer nehme, ich will ja die Varroen, wenn welche dabei sind, nicht wieder reinschütten. Ja. Hätte ich jetzt fast vergessen. Den unteren Becher, erst den unteren wegnehmen. Ja. So. So. Dann. Das war's. Jetzt bauen wir schnell das Volk wieder zusammen und dann schauen wir uns an, ob wir wirklich Varroen, also keine Varroen haben. Warte mal, ich krieg so ein bisschen Wasser drüber. Dann habt ihr das Puderzuckerproblem gleich erledigt. So. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir die Wabe noch. Bitte schüttet diese Bienen nicht vors Flugloch, gell? Das ist Wahnsinn, was da Bienen dran sind. Ja, das ist wirklich ein starkes Volk. Komm, ich helfe euch, rein da mit euch. So, dann heißt Folie, wo ist die Folie, wo ist die Folie? Ist die Folie weggeflogen oder? Nö, die muss ja hier irgendwo, da ist sie. Folie wieder drauf. Wie gesagt, den Test kann man auch mit da wird in diesem Becher könnte man den Test auch machen mit dem Scheibenwaschwasser. Also dann nimmt man auch die gleiche Anzahl Bienen, dann nimmt man irgendein Alkohol, einen starken Alkohol oder Scheiben Putzwasser und dann schüttelt man auch oder schwenkt, ja, und danach kippt man es aus. Funktioniert auch tadellos. Ist ja Wahnsinn. Ja, funktioniert auch wirklich tadellos. Ich persönlich, also ich würde keinen verurteilen, weil er das nutzt, ja, um Gottes Willen. Ja, es funktioniert gut, es funktioniert sehr gut. Ich persönlich, ich finde es halt, für mich ist das die angenehmste Art, ja.
So, jetzt müssen wir die Bienen hier, die restlichen noch, hier wieder reinbringen. Going, so. Gut. Das haben wir. Dann können wir eigentlich Deckel wieder drauf. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Auszählung. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Also. Wir haben unseren Doppelsieb, tun wir hier rein. Dann nehmen wir, warte mal, ich hole euch näher her, dass ihr das wirklich ganz genau seht. So, Doppelsieb, ja, und da hauen wir jetzt den Puderzucker hier rein. Die Schadschwelle, wo man unbedingt behandeln muss, ich glaube, wären 13 Bienen. So, jetzt nehme ich meine Sprühflasche und sprühe hier drauf. Und löse im Prinzip den Puderzucker auf. Und was sehen wir? Wir sehen nichts. Ergo, wir haben wirklich keine einzige Varroa drauf. Also wir haben wirklich keine einzige Varroa drauf. Das ist jetzt. Papa, das ist jetzt schon ein bisschen crazy, ja? Also, sprich, wir machen ja, die Behandlung läuft ja jedes Monat mit dem System. Ah, wir haben was vergessen. Ich sehe gerade, da hinten fliegt was rein und raus. Vergessen hier den Ding da reinzuschieben. So, jetzt. Entweder es funktioniert so gut, das System, dass wir wirklich keine Varroen da drin haben, oder wir haben einfach keine Varroen. Sprich, ich werde nächste Woche den Test nochmal machen mit irgendeinem Volk, wo wir natürlich nichts behandelt haben. Sprich, Dadant, Segeberger. Ja, Segeberger hatte ein bisschen zu kämpfen mit der Kalkbrut. Also, ich brauche ein starkes Volk, mein Zuchtvolk. Oder machen wir das gleich? Komm, wir machen das gleich. Wir machen das jetzt sofort. Wir machen jetzt das hier, das habt ihr ja schon ewig nicht mehr gesehen, das Volk. Ich auch nicht. So viel kann ich verraten, ich auch nicht. Ich schalte aber hier schon mal die Wagen wieder scharf, weil die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. So, Wagen sind scharf. Und jetzt schauen wir uns. Der Akku, glaube ich, war da drin, das ist kaputt. Jetzt schauen wir uns mal mein Zuchtvolk an. Und ich bin gespannt, wie die sich. Ja, da werden natürlich, ja, die werden natürlich auch gerade gefüttert. Also es ist ja nicht mehr mein Zuchtvolk, mein ehemaliges Zuchtvolk. Ja. Das wird es eher treffen. So, Futter ist draußen. Das Volk habe ich ja wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr angeschaut, sondern da habe ich einfach nur, das habe ich laufen lassen, einfach wirklich laufen lassen. Da müssen wir eh wahrscheinlich in die untere Zage runter. Boah, seht ihr das? So. Also ich glaube, wenn Brut drauf ist, dann hier, weil das sind die meisten Bienen. Nein, hier ist keine Brut, also müssen wir ein Stockwerk tiefer. So, jetzt mal ein bisschen futtern, dass hier ein bisschen ruhiger
da rumchillt. Boah. So. Das sieht doch schon besser aus hier. Warte mal. Bevor ich hier rummache, natürlich mache ich hier gleich wieder den Puderzucker hinein. Ein guter Löffel Puderzucker. Den siebe ich gleich, dass er nach unten füllt. Ja. So, passt. Vorbereitet. Dann brauchen wir hier die Bienen noch. Und zu der Frage, warum nicht nass? Weil wenn ihr das nass macht, das Ganze, dann ist der Puderzucker schon weg, bevor ihr ihn gebrauchen könnt. So, und jetzt brauchen wir hier meinen Stockmeißel. Mein Stockmeißel. Ich hole jetzt einmal in der Mitte eine Wabe. Ich tue da gar nicht groß rum. Okay, das ist jetzt so eine Wabe, die sich eigentlich nicht so wirklich einigt, anbietet, weil wir brauchen natürlich offene Brut. Ja. Und wenn alles verdeckelt ist, dann macht das keinen wirklichen Sinn. Ja. Geht's mal ein bisschen runter hier. Wir haben es gleich. Ja, das sind lauter frische Stifte drauf. Also prinzipiell ist es egal. Das heißt, in Brutnestnähe soll man die Biene nehmen, ja, und fertig. Ich persönlich nehme halt die, wo schöne, fette Maden drauf sind, kurz vorm Verdeckeln, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass da Varroa unterwegs ist, am höchsten ist. Ja. Und aus dem Grund. Aber prinzipiell ist es wirklich egal. Also, brutnestnah, also irgendeine Randwabe, irgendwas. Oh, okay. Ah, ich schau mal die nächste an, ob die nächste besser ist. So. Optimal. Richtig schön dicke Maden. Ja. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir die Königin nicht dabei haben. Das wäre jetzt, wie gesagt, das wollen wir eigentlich verhindern, dass wir die Königin mitnehmen. Okay. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Schauen wir schon, ob alles noch parat liegt. Und dann heißt es, runter mit den Bienen. Dann mache ich es wie gerade. Ich gehe hier oben drauf, dass der Großteil der Bienen gleich alles, was daneben geht, im Prinzip gleich dahin geht, wo wir es wollen. So. Passt. Jetzt baue ich das aber gleich wieder zusammen, dass die Ladies gleich wieder ihre Ruhe von mir haben dann. So. Gut. Dann machen wir es hier rein. Gut. Sage drauf. Passt. Gut. Und jetzt heißt's. Oh, schaut mal, was mich hier besucht. Eine Hornisse.
Hornissenattacke. Chefin, was willst du hier? Willst du was futtern? Willst du was futtern? Du, von dem Becher kriegst du nichts. Die wollen ein bisschen Puderzucker. Warte mal, schau mal her. Ich krieg so einen kleinen Puderzuckerwürfel. Dann nimm ihn. Jetzt nimm ihn doch. Setz dich mal auf den Löffel. So, ist fein. Da. Die kann jetzt hier mal chillen. Und das war's. Ich setze dich hierher. Und jetzt heißt es wieder schütteln. Schütteln, 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 schütteln. Schauen wir hier auf die Uhr. Seht ihr, also die sind alle noch gut gezuckert, aber halt, wir dürfen den Fehler nicht machen, wo wir gerade schon mal. Immer erst hier unten. So, jetzt habe ich die Puderzuckermischung mit dem Varon hier unten gesichert. Und jetzt schütten wir die Ladies einfach zurück. Ja. So. Gut, dann bauen wir das wieder zusammen. Da. Hier ist sie, die Lady. Ja, die hat den Zuckerschock ihres Lebens. So, dann rein damit. Gut, und jetzt bin ich gespannt, ob wir hier Varon haben. Oh ja, eine habe ich schon. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier ist eine, zwei, da ist eine, drei. Drei Stück haben wir. Also, ich habe doch Varon am Stand. Gut, ist ja auch nicht, ja, wie es logisch. Aber wir haben jetzt hier drei und da drüben haben wir null. Aber nicht zu früh freuen. Weiter beobachten, bis ins Frühjahr. Und jetzt würde ich sagen, haben wir genügend Varroa getestet. Ich muss jetzt dann mal hier zur Easy Hallo sagen. Also wenn ihr wollt, dann geht es zur Easy auf ihren Kanal und kommentiert bei irgendeinem Video schönen Gruß von mir und ein Herzchen. Ciao. Schreibt mal drunter, was ihr, ob ihr sowas schon mal benutzt habt. Und ich hoffe, euch hat es jetzt ein bisschen geholfen, wie das Ganze hier funktioniert, weil ist wirklich nicht schwer. Und ich finde den Becher hier wirklich sehr sympathisch. An den lieben Hersteller, Dominik, es wäre vielleicht so angebracht, also es wäre vielleicht so ein kleiner Tipp von mir, wenn man hier so ein kleines Loch bohren würde, so ein 3 mm, oder das kann ja jeder selber, 3 mm Loch, dann würde hier auch die CO2-Methode funktionieren mit diesem Becher. Was ja mit dem Becher auch noch kommt, ist hier die, das Reinigungsverhalten, kann man hier auch testen. Dann, wir sehen uns. Ciao. Die Hornisse, die mag es bei mir, der gefällt es bei mir. Jetzt sitzt sie am Stativ. Also du darfst hier alles machen, solange sie mich, ja. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding, okay? Okay. Also wir haben uns geeinigt. Wir haben uns geeinigt.